Starten wieder auf unseren Lieblingsglitch-Spot in der Map. In meinem Bett hier. Das habe ich schon reserviert, ist meins. Kann ich mich genau sonnen im Schlaf, während mein Kopf auf dieser Seite hier liegt. Wartet, wo sind meine Waffen? Nein, 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 nicht. Ah, man sieht's, man sieht's. Mein Kopf liegt im Schatten, mein anderer Körperteil in der Sonne. Perfekt zum Sonnen während dem Schlaf. Das ist doch einfach geniale Taktik. Alle mal herhören. Also ich bin, ach egal, überspringen wir den Teil. Für euch sehen wir bestimmt sowieso alle gleich aus. Das hier ist, wie ihr wisst, die Burg. Und zu meiner Linken befindet sich das Habitat. Dort werdet ihr schlafen. Soweit irgendwelche Fragen? Redet wohl nicht viel, was? Naja, ihr taut schon noch auf. Die Aufgaben wurden euch ja mitgeteilt. Solltet ihr Probleme haben, könnt ihr nach dem Morgenappell euren Vorgesetzten Meldung machen. Jetzt irgendwelche Fragen? Nein? Dann an die Arbeit. Ich soll unsere Leute weiter im Training halten, um die Erfolgsrate zukünftiger Einsätze zu erhöhen. Irgendwie fühlt es sich gut an, Verantwortung zu tragen und eigene Entscheidungen zu treffen. Gratulation. Dir gefällt es also hier. Absolut. Die Burg ist wie eine Symbiose aus Tradition und Moderne. Ähnlich wie unser Mittelweg in Bezug auf das Elex. Auch wenn es noch ein weiter Weg ist, denke ich, dass eine friedliche Koexistenz von Klerikern und Alps möglich ist. Das sehe ich ähnlich, aber es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind der Anfang. Darauf kommt es an. Oh, ich hab den Posten erwischt. Ich habe noch nie mit dem Priester gesprochen. Mal schauen, ob ich das durchhalte. Eine Predigt. Pokal, oh meiner. Was? Meins. Zum Teufel? Ups. Ah, ein neuer Suchender. Die innere Leere muss dich hergeführt haben, wie alle verirrten Seelen. Aber deine Suche hat ein Ende. Du bist am Ziel. Der Schöpfer heißt dich willkommen. Hm. Ich suche Arbeit. Nein, 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 mein Sohn. Das ist es nicht, was du suchst. Aber es lohnt sich, der Frage nachzugehen, warum wir uns Tag ein, Tag aus der Plackerei hingeben. Kennst du die Haltung unseres Schöpfers zu diesem Thema? Fehler. Datenbank ungenügend. Keine Einträge vorhanden. Tut mir leid. Aber dieses Thema bedarf eines Geistes, der nicht allein auf Logik beruht. Aber zurück zu meiner Frage. Weißt du um die Haltung unseres Schöpfers? Nicht direkt, aber ich fürchte, du wirst es mir gleich erzählen. Mein Sohn, Fragen des Glaubens werden gemeinsam erörtert. Der Schöpfer spricht: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Doch frage ich dich, weißt du, wie seine Worte weitergehen? Ich will euch einen Rucksack schenken. Oh, naja, das ist das Mittlere. Denn ich will Schuld an eure Last? Die Weisheit liegt in deinen Worten. Exakt so spricht der Schöpfer zu seiner Herde. Erde. Gleich als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass du seinem Ruf gefolgt bist. Und weil dein Glaube auf einem festen Fundament steht, werde ich es dir gestatten, unsere Anhängerschaft zu mehren. Mein Sohn reicht fürs Erste. Was? Nicht das Wunder der Geburt ist es, von dem ich spreche. Das Wunder des klaren Wortes, meine ich. Ich möchte, dass du in die Stätten der Barbaren einkehrst und das Wort des Schöpfers verkündest. Tritt diese Pilgerreise an und sein ewiger Dank ist dir gewiss. Wegen der Pilgerreise. Was muss ich tun? Keine Sorge, ich erwarte keine Wanderpredigten von dir. Des Schöpfers Worte sind bereits niedergeschrieben. Nur an der Verbreitung mangelt es. Nimm diese Flugblätter. Bring sie irgendwo gut sichtbar an,
auf das die Augen der Hilflosen auf sie gerichtet werden. Ist dies getan, komm zu mir zurück. Gemeinsam werden wir die Arme für die Neuankömmlinge öffnen. Wie sieht die Belohnung dafür aus? Ist dir dein Seelenheil nicht Belohnung genug? Ich habe an etwas Handfestes gedacht. Nun, darüber werde ich mir zu gegebener Zeit meine Gedanken machen. In jedem Fall wirst du nicht enttäuscht sein, mein Sohn. Glaubst du wirklich, damit neue Leute gewinnen zu können? Selbstverständlich. Seit Anbeginn der Zeit ist das Wort mächtiger als das Schwert. Nimm dir kein Beispiel an dem Weg unserer Ausbilder. Ihre Waffe ist der Drill. Wahrer Schutz entspringt aber nur aus innerer Einkehr. Glaub mir, unsere Reihen werden sich füllen. Ein Bollwerk, das standhaft im Glauben ist und allen Gefahren trotzen wird. Wo genau soll ich hin? Sagte ich das nicht? Die Stätten der Barbaren. Redest du vom Fort der Berserker? Nicht nur. Auch im Krater finden sich jene gottlosen Kreaturen, deren Ohren bisher verschlossen sind. Barbaren eben. Und die Morkons, was ist mit denen? Götzenanbeter. Sie haben einen Irrweg betreten, der ins Dunkel führt. Nichts, nicht einmal das Licht des Schöpfers wird sie vor der Verdammnis schützen. Und kümmere dich nicht um jene, die im Eis leben. Ihr Herz ist erkaltet. Kein Wort wird es erwärmen. Das Vor und der Krater also. Verstanden. Ich glaube, es ist der Richtige. Was wollte ich hier jetzt noch? Hat mich verwirrt. Wo ist das Wort des Glaubens? Das machen wir. Nicht lustig. Ja, für Soziales. Buche des Dukes. Wollte mich da nicht mal Bulli mit drüber nehmen? Stark bewohntes Gebiet geortet. Deaktiviere Feindsensoren. Da ist Red drin. Da kannst du die schon einlassen, die Feindsensoren. Nein, ich bin nicht in die falsche Richtung gehüpft. Warum sehe ich da was Rotes? Ist das Kaya? Was haben wir hier drin los? Doch gefeitert. Naja, da ist eine Spinne. Warum fightest du allein gegen die? Was machten die da oben? Jetzt ist da eine Spinne reingeschafft. Hallo? Beantworte dich. Lass uns später reden. Eine neue Ortung. Thompsontown, Caracas. Machen wir gleich. Okay, dieses Mal wollen sie offenbar die alte Ruinenstadt verwanzen. Ich bin sehr interessiert an den neuronalen Netzwerken der Skyans. Wie effizient sind sie wirklich? Ich beginne mit der Analyse, sobald wir die Kontrollknotenchips gefunden haben. Wühlen im Ruinendreck für die Wissenschaft. Meine Sensoren haben eine ausreichende Reichweite, um den direkten Kontakt zu vermeiden. Ja, genau. Du brauchst dir die Hände nicht schmutzig machen. In diesem Fall? Müsstest du erst einmal Hände haben, ich weiß. Später. Nichts, Kaya? Da war gerade eine Spinne auf deinem Mana-Schrein. Und niemanden interessiert's? Okay, warum nicht? Sockelstation, Labortisch. Macht man so schlecht für alles fast. Auf dem Jetpack-Tisch wieder. Naja. Hier sollte jeder einen Blick darauf werfen können. Ich gar keinen Anschiss. So, das hätten wir. Wirklich? Nichts? Die lassen mich einfach aufhängen. Da gibt es doch sicher mehr zu dieser Mission, oder? Wenn das die ganze Mission wäre, Deadlauf hängen und fertig, wäre das typisch Kleriker. Das ist doch ein Kopfgeld-Board. Da hat man Kopfgeld draufgehängt. Hey du, hast mal Feuer?
Nein. Will mir eine anstecken, aber meine Streichhölzer sind auf Wanderschaft. Da kann ich dir auch nicht helfen. Ist vielleicht besser so. Gib nur einen kratzigen Hals. Sag, wolltest du dir einen Auftrag von der Tafel schnappen? Nein, ich wollte ein Flugblatt anbringen. Ein Flugblatt? Darf ich mal sehen? Klar. Was ist das denn für ein Geschwafel? Das kann ja kein Mensch lesen. Hier hast du es zurück. Aber mal was anderes. Du hast nicht zufällig was von Baxters Höhle gehört? Was soll das sein? Leise. Die Wände haben hier Ohren. Pass auf. Ich habe dich nicht ohne Grund angesprochen. Schließlich musste ich sicherstellen, dass du nicht zu den aufgeblasenen Trotteln gehörst, die hier sonst rumlaufen. Und? Habe ich deinen Test bestanden? Klar doch. Dein Aussehen, deine Fähigkeit, einen geraden Satz auf die Reihe zu bringen, das alles spricht für dich. Und worum geht's jetzt genau? Der Ort, den ich suche, kann uns alle reich machen. Nur liegt er hinter feindlichen Linien. Alleine habe ich keine Chance. Aber zusammen mit dir und ein paar anderen könnten wir es schaffen. Ach wirklich? Das muss ja eine gewaltige Summe sein. Schon klar. Du glaubst mir nicht. Aber ich garantiere dir, wenn wir das Zeug heben, müssen weder du noch ich für irgendjemanden den Kopf hinhalten. Wo ist der Haken? Ich sag doch, du bist kein Einfallspinsel. Natürlich gibt es einen. Fähige Leute sind eine Sache, dass ich mich auf sie verlassen muss, die andere. Wenn ich mein Wissen preisgebe, habe ich viel zu verlieren. Deswegen brauche ich eine Sicherheit, bevor es losgeht. Bei dem Risiko, das ich eingehe, sind 1000 Splitter angemessen. Bist du dabei oder nicht? Gibt genug andere, die Kasse machen wollen, aber du scheinst verlässlich zu sein. Zwingen werde ich dich nicht. Schließlich ist die Summe, die ich verlange, kein Pappenstiel. Im Geschäft. So viel Elixit aufzutreiben, dauert seine Zeit. Du hast 24 Stunden. Länger halte ich es in diesem Loch nicht mehr aus. Ich warte hier auf dich. Lass mich nicht hängen. Den lässt sie verschnitt. Ah, das Brett ist genau richtig für den Aushang. Das war's. Hier bin ich fertig. Ich hoffe, die Lauferei war's wert. Mal sehen, was Johannes springen lässt. Ah, habe ich überhaupt das Geld? 10.000. Ja, das haben wir. Und? Ja, weih mich in deinen Plan ein. Gut. Den Rest klären wir dann in meinem Büro. Mit vollen Taschen zieht man Ungeziefer magisch an. Und auf weitere Zuhörer können wir verzichten. Hier entlang. Richte das. Richte noch einen Scam. Du bist nicht von hier, oder? Nein. Ich schon. Diese Müllhalde ist das Letzte. Aber deine Splitter sind der Weg nach draußen. Hey, wir müssen reden. Warum? Es ist so... Also... Kommt da noch was oder kann ich gehen? Ich geb mir Mühe, Mann. Hör zu. Es geht das Gerücht rum, dass du Viper erledigt hast. Und es ist kein Geheimnis, dass ich meine Lohntüte ihm zu verdanken habe. Bevor du mir ein drittes Nasenloch verpasst, wollte ich dir das hier geben. Mehr habe ich leider nicht. Ist so betrachtet auch ein kleines Dankeschön. Und wofür? Die Nummer da oben am Rand des Kraters war blöd von mir. Hat nur Ärger eingebracht. Naja. Nichts für ungut. Dann weiter. Naja, wir sind gleich da. Dann stelle ich dir den Rest der Truppe vor. Das ist ein Hinterhalt. Ich rieche es. Ah, doch so ein Hinterhalt. Da wären wir. Gefällt's dir? Das nennst du ein Büro? Hinterhalt. Also nicht. Nun, dann habe ich noch mehr schlechte Nachrichten für dich. Ihr könnt rauskommen, Jungs. Helft mir, ihn blank zu putzen. Die Kohle hat er dabei. Ja. Ihr habt hier nichts verloren. Was für eine Überraschung. Am Typ mit der Schutzgang gefällt mir jetzt schon gar nicht. Nein, hör auf mich anzuschießen zu wollen. Ah, das ist eine Waffe. Mit der ich umgehen kann. Oi.
Ich habe so viel in mehr Leben reingesteckt. Ohne es war für nichts. Oh! Du bist nicht von hier, oder? Nein. Ich schon. Diese Müllhalde ist das Letzte. Aber deine Splitter sind der Weg nach draußen. Naja, wir sind gleich da. Dann stelle ich dir den Rest der Truppe vor. Ihr habt hier nichts verloren. Verdammt! Nein, nicht nochmal. Pack das Mädel doch aus, mindestens. Haben wir. Der Typ hat viel Leben. Okay. Dumme Nesti-Verschnitt. Heute. Bin gestorben. Ich habe Punkte reingesetzt, dass ich mehr Leben habe. Schwieriger Spezial. Nichts hat's gebracht. Nichts. Was den Klerikern dazugehört hat, ist das Treffen mit Scarlet. Die Fliegerchecks. Okay, was sagt der Prediger zu meiner Verteidigung und zu seiner? Wegen der Pilgerreise. Ich habe die Flugblätter verteilt. Ausgezeichnet, mein Sohn. Und nicht eine Schramme hast du davongetragen. Haben die Barbaren dir Schwierigkeiten bereitet? Ja. Möchtest du nun meinen Segen empfangen? Nein. Freigabe erteilt. Daten können übermittelt werden. Auch wenn ich dich enttäuschen muss, kleiner Freund. Aber so wird das nicht funktionieren. Mein Segen ist allein dir bestimmt. Ich rate dir, ihn anzunehmen. Ich will keinen Segen. Ich will Splitter. Mein Sohn, was du verlangst, steht nicht in meiner Macht. Du musst doch wissen, dass es uns an allem mangelt. Hier, das ist für dich. Dieses Geschenk mache ich all jenen, die dem Schöpfer Wohlgefallen bereitet haben. Sollten dir die Gedanken einmal trübe werden, lies darin und du wirst Halt finden. Eine bessere Belohnung wird dir niemand geben können. Na klasse. 1A Toilettenpapier. Los. Es interessiert die Banden. Nein, das interessiert niemanden. Warum überrascht mich das? Was wird das da hinten? Brichst du mir zusammen? Nein, Herr Kommandant. Wer hat dir gestattet, den Mund aufzumachen? Los, hoch mit dem Arsch und eine Runde um den Hof. Bewegung! Heult euch jede Nacht in den Schlaf, aber solange ihr vor mir steht, nehmt ihr Haltung an. Schlappschwänze können mir gestohlen bleiben. Maulhelden brauche ich nicht. Ich will, dass ihr eure Grenzen kennt. Im Ernstfall müsst ihr bis zum Äußersten gehen. Antreten! Hab dich für ein Verbrechen gemeldet. War das der Johannes selber? Mit einem gesuchten Verbrecher wie dir will ich nicht gesehen werden. Verschwinde! Du? Du bist in Ordnung. Schau. Was sagst du jetzt? Suchten Verbrecher. Das kann nicht dicht sein.
Das Eraser sagt ja nichts. Ob ich hier Kopfgeld zahlen muss, schauen wir mal. Eohagen. Von Regeln halten wir wohl nichts, was? Schlägereien dulde ich nicht, dass das klar ist. Die Zeiten verlangen Nachsicht. Dennoch wirst du deine Schuld in Splittern abtragen. Oh. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen. Ah, 50. Gut, ich zahle. Immerhin beugst du dich in diesem Punkt den Statuten. Ich lege dir nahe, nicht noch einmal unsere Regeln zu übertreten. Ist klar. Ist klar, wir sind hier wieder am Anfang. Dockeltisch. Nichts Neues. Oh. Vielleicht sind wir in der Episode, mache ich noch was. Ja, da mache ich noch was. Da mache ich noch ein Missionchen. Ah ja, Roni. Roni. Gut, dann gehen wir es an. Finden wir deine Chips. Positiv. Ich positiv? Ja. Ach, Mist, ich hab Zeit, den Satz zu vollenden. Sie scheinen bemerkt zu haben, dass wir ihre Kontrollknotenchips erbeuten. Wie kommst du auf diese Idee? Das Aufgebot ihrer Streitkräfte in diesen Bereichen wird größer. Wir packen das schon. Da ist eine Ratte mitten dabei. Links drüben. Auf geht's. Kämpfen die gegen die Ratte? Oh, die kämpfen gegen die Ratte. Perfekter Zeitpunkt für eine Granate. Granate. Ich habe irgendwo hingetroffen. Wow, das war nicht die beste Granate. Und ich habe die Ratte für sie erledigt. Das ist so ein richtiges Schlachtfeld hier. Die Häscher sind auf meiner Seite. Oh. Dort werde ich fett getroffen. Heute doch entscheidend krank rein. Jax! Da zum Looten. Zeit zum Looten, während die anderen mal fighten da. Stufe, yes. Naja, war doch easy, erst der letzte Empfehle Punkt. Erneuten Waffencheck. Wird noch wer. Keine Sorge, das geht schon. Vielleicht schon ziemlich nutzlos. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Sind wir da? Da ist das Spezialschild, glaube ich. Irgendwo in der Nähe. Oh. Ratte. Ratte. Ratte frisch. Zweiter Versuch, zweiter Versuch. Cut, cut, second take. Ratte Freistoß. Oh, wieder schwach. Vorsicht. Ja, ich weiß. Sicht vor den schwachen Rattenfreistoß. Miserabel. Miserabler mein Kopf. Kontrollknotenchips gefunden und eliminiert. Und was hast du sonst noch? Es scheint so, als sei die Skyen-Technologie dem Gehirn eines Humanoiden nachempfunden. Ein Datenaustausch von einem lebendigen Gehirn und der Former-Technologie ist sehr leicht möglich. Man könnte also ein menschliches Gehirn direkt an die Maschine anschließen? Der Umkehrschluss wäre, dass die Skyens humanoide Lebewesen ähnlich wie die Menschen sind und ähnliche Gehirnströme besitzen. Das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Dafür sind sie mir nicht fremdartig genug und handeln zu sehr in Verhaltensmustern, die ich auch bei uns Menschen beobachte.
Viel interessanter fände ich es zu wissen, wer diese neuronalen Netzwerke effektiv steuert. Haben Sie tatsächlich lebendige Wesen in Ihre Systeme und Former verbaut, die diese Dinger kontrollieren? Oder verlassen sich die Skyans auf ihre künstlichen Algorithmen und Steuerkonsolen, die sie genau wie wir immer noch manuell bedienen? Informationen unzureichend für eine fundierte Aussage. Dann suche uns weitere Chips, die du analysieren kannst, und melde dich bei mir, wenn du wieder etwas gefunden hast. Starte Suchalgorithmus. Da habe ich das legendäre Schild drin, das wir verkaufen werden. Eine Armbrust. Wenig Schaden. Schlafen kann ich. Noch nicht mein Bett, wo ich ein bisschen in der Sonne liege. Hier durch das Dach durchglitscht. Ja, klärige Rüstung schaut schon gut aus. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Wird Zeit. Schöpfung oder Zerstörung. Hat beides seine Vorzüge. Ich hoffe, ich entscheide mich am Ende für die richtige Seite. Was redest du? Warte. Deine Ratte. Mal richtig gewehrt. Honigblüte, ja. Elixautomat. Geiles Ding. Oh. Was haben wir hier noch? Wir retten. Naja. Die beste Loot. Ressort zum Knacken. Da gibt es viele davon in der Gegend, habe ich gesehen. Das macht mir richtig Bock, die Gegend zu ignorieren. Oh. Geht doch. Wird immer besser. Alles einfach. Da wird ja immer besser beim Hacken. Oh, was war das? Ein Bericht. Die sind doch nicht nutzvoll. Ich habe nicht, wo ich eine legendäre Waffe finden werde. Ich glaube nicht. Ich habe schon fast alles hier durchgeschaut. Es war interessant, die Stadt zum Durchlooten, aber... Das Schild habe ich jetzt nichts gefunden letztens. Und wir ins Obergeschoss noch rein. Dann sind wir hier fertig. Wird wieder verkauft. So Sachen getan. Das ist meine Lootbrille. Die macht es einfacher. Gerissenheit wollte ich. Lootbrille. Ah ja, ich erinnere mich an das Gebäude. Etwas Schwung. Neue Ortung. Was machen wir dann noch gleich? Kontrollknotenchips der Skyns? Positiv. Sehr gut, dann haben wir jetzt die Möglichkeit herauszufinden, wer diese neuronalen Netzwerke der Skyns kontrolliert? Möglicherweise. Wie jetzt? Keine Wahrscheinlichkeitsangabe? Unzureichende Analyse der Gesamtsituation. Du sparst Energie. Unzureichende Analyse. Egal. Machen wir gleich. Es wird hier nur gelootet. Ein bisschen looten. Schon ein bisschen drüber looten hier. Oh. Scheint auch nichts Wichtiges drin. Am Dach sind wir wieder. Kann ich wieder meinen Tod hupfen. So träge der Typ. Ich werde nicht wieder über alle Gebäude drüber fliegen. Brücke rüber könnte ich mal schauen. Da drüben war ich noch nicht. Die schaut doch noch interessant aus. Richtig das? Eine legendäre Waffe. Den Knoten da unten haben wir auch noch nicht. Den können wir uns auch noch gönnen. Jetzt schauen wir mal über die Brücke da drüber.
Was Legendäres liegt für mich? Nichts. Nicht noch. Nicht umsonst draufgerupft sein. Ist da oben. Das zu legen wir. Was für ein harter Fight. Nichts. Nichts Wichtiges. Oh je. Hochgeschwindigkeitsweg erkannt. Ich empfehle, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ah, Rooney. Ja. So viel mehr auf Gas können wir ja nicht. Da geht's ja auch pumpen. Wer ist das? Hey du, da bist du ja wieder. Mirla! Ach du Scheiße, der schon wieder. Was willst du denn diesmal? Wie immer. Splitter. Was auch sonst. Und zwar pronto! Du hast die Schnauze wohl immer noch nicht voll, was? Nein. Also was ist jetzt? Raus mit der Kohle. Wirklich? Ich hab dir doch letztens schon auf die Nase gegeben. Zerstöre deine Visage, wenn du gleich verschwindest. Ich zerstöre dir deine Visage, wenn du nicht gleich verschwindest. Du nimmst mich wohl nicht ernst. Du machst es einem nicht leicht. Na warte, du dreckiges Arsch, du! Oh, Alter. Idiot. Er lernt wohl nie. Oh, aber One-Shot auch noch. Da war ich schon mal. Mit Box, glaube ich. Einfach noch geben. Ein wirklicher Kampf war das jetzt nicht. Ah, ich schau noch hier runter. Obwohl das nicht nach guter Loot ausschaut. Guter Schlag, guter Schlag. Dein Clown. Ach, das ist nicht. Irgendwie ist halt so. Dann machen wir die Krone-Mission. Was Gutes hier? Okay, das ist geil. Blaster! Ist kein Blaster. Ah, da habe ich mir verdient. Smirloff zerledigen. Ich möchte mal gar nicht looten, so One-Shot war's. Ah, Krokodilklaue! Nicht eingraben! Mist. Du Mistvieh. Das hat sich nur kurz versteckt anscheinend. Arbeit. Okay, machen wir deine Mission, Crony. Dann finden wir die Abreisewahrscheinlichkeit 75%. Was? So, so? Skyens Spähtrupp in dem Gebäudekomplex direkt vor uns. Die Jungs werden langsam lästig. Na schön, kümmern wir uns drum. Waren wir hier schon mal? Dass das... Ja, Commander. Ja, wir waren noch nicht schon mal.
Ich sollte meine Kräfte besser einteilen. Crony ist cool, aber irgendwie vermisse ich Frank. Wo Crony einfach die coolsten Kommentare hat. Was war das genau? War das ein Drache? Habe ich da gerade einen weißen Drachen gesehen? Dreikopfigen weißen Drachen? Umgebungsanalyse. Nee, Spinne. Das hier ist nur eine Aber drüben geht's ab. Gut. Höhere Fluktuation der neuronalen Systeme. Die Skyans scheinen die Kontrollknotenchips weiterentwickelt zu haben. Gut so. Dann geben sie uns vielleicht auch mehr Informationen, wenn wir sie erbeuten. Fireball draufgehaut. Oh, er hat mich getroffen. Wetterkampf. Nur rum. Zwei. Der Crony. Hat viel Leben, der Typ. Ich dachte nicht. Ui. Dodge doch gescheit. Sind wir ausreichend ausgerüstet? Das ja. Werden wir ja gleich sehen. Das hier ist nur eine alte Ruine. Mach dir nicht immer so viele Sorgen, Kleiner. Analyseergebnis: Strukturen mit vielen Winkeln gefunden. Analyse hat eine 78%ige Fähigkeit. Eine kleine Granate werfen. Geworfen oder statt er noch? Er werfen will. Weiter gebückt ins Haus raus. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Aui. Ja, jetzt kommt er näher. Das war's mit meinem großen Tränken. Wir machen den anderen dabei down. Und kleiner. Da haben wir noch oben den Kurator. Wenn nicht so leicht zu besiegen, dass sie ziemlich viel Schaden machen. Jetzt einfach in seine Fresse. Er wird mich doch dann anschießen. Gut, gut. Ah, jetzt wird der Hescher auch noch. Was soll ich da? Das gleiche. Ah. Captain Zack wird schon richten. Rein in das Gebäude. Hui. Jetzt mal das Passwort irgendwo gefunden habe. Überraschende Erkenntnis. Diese Soldaten haben mehrfach Verbindung mit ihren neuralen Systemen gehabt, bevor wir sie gestört haben. Du meinst mit ihren eigenen? Salopp formuliert könnte man sagen, die Skyans besitzen die Fähigkeit, ihren Geist mit ihren Rechnern zu verbinden.
Alles okay bei dir? Du hörst dich so ungewohnt an. Die Analyse der letzten Einsätze ergab eine höhere Effizienz, wenn ich eine solche Ausdrucksweise wähle. Mhm. Du meinst, die Gespräche mit mir werden dadurch kürzer, weil ich keine dummen Fragen mehr stelle? Das ist eine sehr simplifizierte Darstellung der Sachlage. Ja. Aber offensichtlich zutreffend. Also gut, die Skyans verbinden sich mit ihren Maschinen. Das ist ebenfalls nichts bahnbrechend Neues. Erinnert mich an Dawkins und die Hybridmaschine. Interessant zu wissen wäre nur, wie viel Kontrolle die Skyans über sich und ihre Maschinen haben. Oder läuft es wie bei Dawkins, der angeblich einen Teil seiner selbst aufgeben musste, um sich mit der Maschine zu vereinen? Ein weiterer Scan wird uns diese Frage sicher beantworten. Ich werde meine nächste Ortung umgehend melden. Sehr gut, mach das. Bevor uns ja noch eine Mission gibt hier, wird wahrscheinlich gleich kommen, die Mission. So.